Da sind wir. Jungs und Mädels sind vorgerannt und wir rennen mal hinterher. Oh Gott, wir können aber nicht sprinten. Oh Gott, wie war denn die Steuerung? Okay, so war die Auswahl. Ich krieg's. Also, es wird lustig. Wo geht's denn eigentlich hier unten hin? Gibt's hier unten was? Steine! So, Steine nochmal mit. Können wir mal gebrauchen. So, jetzt warten die da vorne? Ja. Sieht so aus. Melly, beruhige dich. Die verdammten Ratten blockieren den sichersten Weg hinein. Sie machen das nicht absichtlich, Melly. Sie... Wir haben keine Wahl. Wir versuchen es durch die große Tür. Aber passt auf. Welche große Tür? Oh, Melly, warte. Ist sie wütend auf mich? Nein, sie ist wütend auf alles. Aber richtig. Gib ihr ein bisschen Zeit, Hugo. So, wir nehmen natürlich noch ein bisschen Loot mit, weil können wir mal gut gebrauchen. Oh, was ist da los? Vorsicht! Sie hocken. Okay. Kann ich mich auch hinhocken? Hey, oh, okay. Das hat bereits angefangen. Das hoffe ich. Denn diese Viecher werden immer mehr. Tal, das ist riskant. Tal weiß, was er tut. Heute nehmen wir lieber die Hintertür. Das sagt er zumindest. Sie ist bestimmt versperrt. Sie gehen. Drecksloch. Unsere Gelegenheit. Lukas, komm mit mir. Melly. Hab Vertrauen. Jetzt machen wir erstmal unsere Arbeit. Okay. Gut, ich gehe zurück. Sei vorsichtig. Verdammt. Er wird sie sehen. Halt! Halt! Ich helfe ihm. Bleib hier. Können wir nicht denen helfen? Sie schaffen's. Sie kennt die Stadt und führt sie sicher in die Irre. Los, nutzen wir die Gelegenheit. Okay, auf geht's. Also, wir nehmen erstmal hier unseren Säurewurf. Obwohl. Erledigen. Wir können ihn ja hier ihn erledigen lassen. Tschüss. Weg ist er. Der steht nicht wieder auf. Glaub mir. Okay, wir müssen dahin. Da wird unsere Mutter quasi versteckt. Oder festgehalten. I don't know. So. Das Wichtigste ist, dass der Große. Hey, warum bebt die Erde? Das sind die Ratten. Sie sind hier, unter uns. Also haben sie alles zerstört. Seht euch den Boden an. Wenn ihr Steuerung gedrückt hältst, um ein Ziel für die Ratten zu bestimmen, zeigt der rote Dunst die Horde unter der Erde. Was? Hast du die Lichtquelle, um sie zu befreien? Warte mal, wie jetzt? Sie kommen nicht aus, solange es hell ist. Ja, das habe ich auch verstanden. So, das heißt, wenn ich jetzt hier Löschfeuer nehme und sage... Aber wie kriege ich die denn jetzt? Also Steuerung gedrückt halten hilft halt nicht. Warte mal. Wartet hier, ich bin gleich wieder da. Na gut. Aber das bringt ja gar nichts. Also, das war die falsche Taste. Die Luft ist rein. Ich komme. I don't get it. Also. Vorhin hieß es, ich soll Steuerung gedrückt halten, damit ich das irgendwie sehen kann. Aber wenn ich Steuerung gedrückt halte, kann ich nur Sachen werfen. Aber vielleicht sollte ich die Ratten auswählen. Gar nicht mal so schlecht. So, das heißt, ich kann die jetzt wieder wegjagen? Also ich kann die wieder... Einfach nicht auf mich. Warum nicht? Okay. Kann ich hier einfach weitergehen? Ich würde sagen, nein.
Ja, warum nicht? Okay. Bin ich hier vorbei? Oh Gott, ja, kann ich. So, und wenn ich jetzt... Sie reagieren nicht. Ach, dann nicht. Dann müssen wir hier halt sowas hier zünden. Kann ich nicht. Kann ich sowas hier zünden? Auch nicht. Na gut, dann gehen wir hier hinten vorbei. Okay, hier gibt es auf jeden Fall noch Loot. Wäre ich du, würde ich das nicht anfassen. Warum? Die Geißler peitschen sich damit blutig. Da kleben wahrscheinlich Hautstücke dran. Oh, verstehe. Okay. Eine Peitsche zum Selbstverstümmeln. Na tolle Wurst. Stoff. So, aber wenn ich jetzt hier nicht mehr vorbeikomme, was ist doch scheiße. Also die lassen mich, also ich gehe mal von aus, wenn wir jetzt hier reinrennen, sterben wir, oder? Okay, nein, tun wir nicht. Achtung, wach! Vitalis hat niemanden ausgeschickt, um nach ihm zu suchen. Seltsam. Der Hauptmann war doch immer sein Protégé. Oh Gott, hier sind ja sehr viele Wachen. Okay, lass mal kurz gucken. Also wir haben da... Gar nicht gut, gar nicht gut. Gar nicht gut. Na dann. Okay, warte mal, wir können ja mal gucken. Also, wir können ja... Das war gar nicht mal so gut. Guten Abend, ihr Lieben. Hi, Mutti. Als ob du das gesehen hättest. LOL! Amicia! Was? Okay. Das war gar nicht mal so gut. Achtung! Wach! Niemand hat mich nach meinem Angriff auf das Versteck der Kinder gesehen. Vitalis hat niemanden ausgeschickt, um nach ihm zu suchen? Seltsam. Der Hauptmann war doch immer sein Protégé. Vitalis hat sich verändert. Wir machen mal was anderes. Andere Planung? Vielleicht ist nun jemand anderes sein Protégé. Was ist es? Was? Ich wurde angegriffen. Findet den Feind und... Da drüben. Ich hab sie gefunden. Schade. Huch. Hallo. Ich hab doch eh gedrückt. Ich wollte eigentlich an dem vorbeisneaken und den einfach nur mit einem Ding geben, aber es ging nicht. Es ist tricky gewesen. Müssen wir es eben tatsächlich slow and steady machen. Niemand hat über deinen Angriff das Versteck der Kinder gesehen. Vitalis hat niemanden ausgeschickt, um nach ihm zu suchen. Seltsam. Seltsam. Der Hauptmann war doch immer sein Protégé. Vitalis ist ja auch über, eigentlich über die Ratten lösen. Vielleicht ist nun jemand anderes sein Protégé. Aber wir gucken mal. Wir gucken mal, wie wir es gleich gelöst bekommen. Ja, wir können sie auch alle einzeln auseinandernehmen. So. Bewege ich dich mal, mein Guster. Tja, was ist da passiert? Ich weiß auch nicht, also... Als ob der uns gesehen hat. Die Pappnase von da oben. Wer ist eben da die Frage? Kann ich ihn von hier aus treffen, wäre jetzt die große Frage. Das würde mich hart interessieren. Aber wir warten mal ab, bis das Ganze runtergetickt ist. Und dann probieren wir mal aus, ihn anzuvisieren. Ja, was ist er denn? Er ist einfach hingefallen. Ich weiß auch nicht. Geh doch mal gucken. Urplötzlich ist er bewusstlos geworden. Also, ich verstehe gar nicht, was da los ist. Ganz komisch.
Wir halten aber auch keinen einzigen Schlag aus. Ne, wir halten gar nichts aus. So, jetzt gucken wir mal gleich, wenn er sich hier umgedreht hat. Beziehungsweise wir gucken mal ihn hier oben an. Ja, was ist da? Ja, was willst du machen dagegen? Du weißt ja noch gar nicht, von wo das kam. Junge. Was war denn das? Ich werde angegriffen! Da, stoppt sie euch! Na, wen haben wir denn da? Ja, Schitte. Nee, auch Schitte. Noch mal kurz. Ich wollte was ausprobieren. Aber das war zu langsam. Ich weiß auch, warum zu langsam, weil meine Maus habe ich gar nicht umgestellt. Aber wir können eigentlich auch alles mit den Ratten lösen. Das können wir ja auch mal machen. Hoffe, passt. So. Machen wir über Licht aus? Warte mal. Ich muss aber bestimmt auch. Kann ich das doch bestimmt auch wieder herstellen? Wie war denn das mit dem Herstellen? War das hier? Genau. So. Jetzt haben wir erstmal wieder genug hergestellt. Die Lampen nerven halt, ne? Für die Ratten. Für die Ratten nerven halt diese roten Lämpchen. Die müssen wir denen kaputt schlagen. Wo kam das her? Ja, wo kam das her? Ups. Da ist er weg. So, jetzt müssen wir die nächste Lampe mal kaputt machen. Jetzt kommt der Johnny da oben wieder, ey. Der Johnny, komm mal her hier. Ja, du hast da was gehört. Ich weiß aber auch, also ich habe keine Ahnung, wo das herkam. So, jetzt ist die Frage, hat der Typ, den wir hier hinten haben, hat der auch, eine Lampe? Anscheinend nicht. So. So, damit sind alle Geschichte. So, dann gehen wir jetzt erstmal ein bisschen looten. Weil es so schön ist. Aber hier gab es nichts. Dann gucken wir mal weiter, was wir denn noch so Schönes finden. Ne, Stoff. Hat er denn hier noch für uns irgendwelche Utensilien? Gott, die haben ihn aber auch ganz schön gleich weggenagt. Also, meine. Da steht ja noch einer. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Okay, wait. Wait for it. Ja, was war das? Komm doch her. Sie wollen nicht auf mich hören. Sie hören einfach nicht auf mich. Okay.
Okay, sie hören nicht auf dich? Das ist denn aber schlecht für uns. Okay, warte. Machen wir das doch anders. Okay, damit kann ich gar nichts gegen ihn ausrichten. Gar nichts. Okay, ist da hinten irgendwo? Dann ist mir das egal, dann gehen wir hier weiter. Huch! Ich sag mal, du nimmst, den da? Die Wache. Lass ich mir nicht zweimal sagen. Und ich nehm den da. Dann los. Ich wäre auch gerne so stark. Kleiner, du hast eine ganze Rattenarmee. Roderick, müssen wir das öffnen? Ich sehe keinen Hebel. Ich kümmere mich darum. Auf dein Zeichen. Allein? Willst du das übernehmen? Was denn? Also, wie denn? Wo denn? Warum denn? Geh durch! Du das, Roderick? Ist recht. Durch mit euch! Schnell! Ist ja gar nicht mal so... Scheiße. Okay, also hier ist auf jeden Fall ein bisschen Action-Action angesagt. Ach du Heilige, aber richtige Action. Ja, das wird gut. Die Ratten, sie wollen rauskommen. Sie wollen rauskommen? Da ist gar kein Problem. Dann gucken wir mal, was wir für die Ratten tun können. Also ich muss ja sagen, mit den Ratten ist ja wirklich, also ist ja ein bisschen, also ein bisschen overpowered. Aber ich find's geil. Na komm doch ruhig her. Okay. Schade. Schade. Aber vielleicht kriege ich ihn jetzt. Kann ich ihn jetzt mit dem Steig kriegen? Wieder? Hat er nun einen Helm auf oder nicht? Scheint einen Helm auf zu haben, aber ich. Jetzt. Hat er sich geduckt, die dumme Sau? Okay. Cool. Wo denn? Da oben? Ich hab da oben gar keinen gesehen, aber okay. Ach, da hinten! Ja, wir sind gleich da. Wir müssen nochmal ganz kurz looten. Ja, gar kein Problem. Wartet kurz. Wir müssen mal ganz kurz hier schauen, was hier noch so schön ist, rumliegt. Ja, du brauchst nicht so brüllen. Ich hab dich auch beim ersten Mal gehört. Ist hier noch was Feines? Nein. Ja, sehr gut. Hey, hier lang. Amicia. Ihr lebt. Hört zu, Vitalis ist in der Kathedrale. Schön und gut, aber euch kommt ein ganzes Bataillon entgegen. Ihr müsst hier weg. Nehmt die Treppe. Dieses Haus hat auf der anderen Seite einen Ausgang. Okay. Das brennende Haus? Wir können nicht zurück. Los, wir treffen uns auf der anderen Seite. Seid vorsichtig. Los. Ins Haus! Auf geht's ins Haus! Oh, verschlossen! Roderick! Sie auf. Wo bist du? Dreckstück! Dir zeig ich's! Da kommen die Wachen! Roderick, geh in Deckung! Hugo kümmert sich um sie! Viel Spaß! Eigentlich nicht, weil wir können uns ja auch selbst um sie kümmern. Klatsch! Fuck, ich brauch die Ratten.
Okay, warte kurz. Ich muss mal ganz kurz weg hier. Ganz kurz muss ich weg. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Nur ein kleines Problem. Oh Gott, die sind aber schnell. Warum sind die so flink? Warte kurz. Lass das doch. Ach, und er chillt hier einfach, oder was? Ihr werdet dafür bezahlen! Sie reagieren nicht! Nein, 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 nein! Den haben wir da! Ganz schnell, ich muss mal ganz kurz woanders hin. Ganz dringend woanders. Stop it. Ich habe keine Dings mehr. Hör auf. Geh weg. Warte mal, kann ich den eigentlich hier so mit... Nope, kann ich nicht. Okay, okay, okay. Ich muss ganz kurz was herstellen. Ganz kurz. Geben Sie mir eine Sekunde. Mister, Mister. So. Ja, das glaubst aber auch nur du. Komm mal her jetzt hier. Also, nicht zu nah, aber... Ne, so, mit Respektabstand und so. Kann der denn die Scheiße immer wieder anzünden? Meine Güte, das war jetzt aber auch ein Krampf! Ja, ich denke schon. Lass es gut sein, Roderick. Erinnert euch daran, dass ich euch beide nie wütend mache. Gut. Dieses Mal wir rein. Oh Gott, das war aber auch. Gar nicht so gut von mir. Toller Plan. Nein, Amicia, das können wir nicht. Wir werden verbrennen. Ich verspreche dir, dass dir nichts passieren wird. Roderick, folgst du uns? Bis in die Hölle. Ja, dann mach doch hier die Tür auf. Nicht? Hä? Wo müssen wir denn hin? Achso, wir müssten vielleicht hier das Feuer ausmachen. Okay. Schaffst du das? Ist recht. Mach auf! Hoppidi hopp! Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hast du gut gemacht. Beruhige dich! Hugo, du hast den Hauptmann der Inquisition besiegt. Du bist hart im Nehmen. Härter ja, aber du. Ich. Mach doch einfach die Tür auf. Wirklich? Ich lüge nicht. Da ist ein Schrank davor. Das muss der Ausgang sein. Haben wir hier noch guten Stuff? Ja. Okay, okay. Und raus hier. Hol ich noch einfach mal um. Verlass dich auf mich. Sehr gut. Dankeschön. Schön. Ich hab mich wohl etwas gehen lassen. Inwiefern? Okay. Davon kann ich nichts mehr herstellen. Okay. Ach du Heilige.
Kacke. Aber gar kein Problem. So, wir kümmern uns als erstes um Johnny 1. Johnny 2. Wie? Was? Warum? Also, hatte ich gar keinen Betäubungsgedöns mehr hier für so einschlafen Zeus? Okay, halt nochmal von vorne, ist aber okay. Hab ich da wirklich keinen Erkenntnis mehr gehabt? Scheiße. So, hier Roderick, du einmal. Du bist erledigt. Nee, ich hatte wirklich keins mehr. Gute Arbeit. In seiner Haut möchte ich nicht stecken. Hä, was ist denn jetzt los? Warum hast du es denn jetzt nicht gemacht? Hinter dir! Aufgepasst! Kommt der nächste? Na komm! So, jetzt kommt der andere hierher gerannt. Was ist denn das für eine Logik, Freunde? Komm doch mal weiter vor! Trau dich! Oh, wie er sich nicht traut. Bist du denn? Hallo? Hallo? Mister, Mister? Jetzt kommst du rum, oder was? Wer war denn das? Ja, wer war denn das? Ja, anscheinend ja schon. Ja, geh schlafen. So. Jo. Damit machen wir jetzt alle durch. Der Herr sei mit euch. Ja, danke. Und viel Glück. Hey, wartet. Pfeile. In Deckung. Bogenschützen. Gute Arbeit, Männer. Haltet die Augen offen. Niemand darf sich der Kathedrale nähern. Die Kathedrale. Wir sind auf dem richtigen Weg. Da, Bogenschützen. Blackwar. Das ist der einzige Weg zur Kathedrale. Ach, zu gefährlich. Die Bogenschützen würden sofort schießen. Wir sitzen fest. Sitzen wir? Könnten wir nicht alle einzeln auseinandernehmen? Würde das nicht gehen? Anscheinend geht das wirklich nicht. Warte mal. Können wir eventuell von... Nee, können wir nicht. Schade. Aber wir haben hier eine Werkbank. Wir können mal gucken, ob wir irgendwas wiederherstellen könnten. Naja. Amita verbessert und somit mehr Kapazität. Bietet Platz für 22 Materialien. Könnten wir machen? Könnten wir machen? Könnten wir? Aber ich. Kann ich denn noch. Nee, kann ich nicht. Okay, also meine Flitsche ist schon maximal geflitscht. Dann kann ich das eigentlich auch machen, oder? Huch. Falsche Taste. So, jetzt. Nehmen wir mal mit. Das sollte mir die Sache erleichtern. Ja. Genau. So. Zurück. So, hat uns jetzt aber natürlich nichts gebracht für die, Ach so. Hiermit könnten wir das. Roderick, wenn wir ihn bis zum Fallgitter schieben, gibt er uns Deckung. Dahinter ist Hugo in Sicherheit. Okay, machen wir das eben halt so. Lass los, Amicia. Was tust du da? Bleib mit deinem Bruder in Deckung. Ich schiebe. Roderick, ich helfe dir. Ich komm klar. Wenn du helfen willst, halt nach Wachen Ausschau. Gut. Dann mal los. Versteck dich, Roderick. Mach dir um mich keine Sorgen, Knöps. Verlieren wir jetzt Roderick? Ich hoffe nicht. Also, wenn die keinen Helm tragen, ist gar kein Problem. Tschüss. Tschüss.
Nein, wir brauchen ihn, um das Fallgitter zu erreichen. Okay, okay. Alicia, Sie sind hinter uns! Was? Hinter uns? Wieso hinter uns? Ich hab die Treppe erreicht. Los, schnell! Noch einer. Oh, da kommen noch zwei. Ich finde es gar nicht so schön hier. Nicht sterben, Rodrik! Nicht sterben! Ich brauche nur eine Pause. Gut so, Rodrik. Das war's. Geh in Deckung. Wir sind da. Steh nicht einfach nur rum. Komm jetzt, schnell. Oh mein Gott, Rodrik. Oh, mir geht's schon besser. Ich bin direkt hinter dir. Gut. Okay. Meine Güte, ist ja spannend hier. Also, ich glaube ja, ist ja schlimm. Alter, der ist ja durchlöchert. Ist ja der arme Typ. Jetzt du! Nein! Wir helfen dir durch! Tut mir leid. Tut mir leid. Scheiße! Scheiße!